Brücke starten. Okay, wir sind jetzt gleich wieder. Da sind wir auch wieder. Sorry für den ganz kleinen... keine Ahnung, Fader. Und wir spielen South Park. Der Stab der Weisen. Ja, wir machen gleich ein neues Spiel. South Park musste eigentlich fast jeder kennen. Also musste eigentlich jeder kennen, da das war eine der geilsten Serien bei Nickelodeon. Ich bin ganz still. Deep in the lands of Zaran, the humans of Koopa Keep struggle to stay alive, as they are attacked by the wicked drow elves of Larnia. Darkness falls, as the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For 1,000 years, the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the Drow Elf armies continue their attacks. They seek the human's most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war are soon to change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid before the Drow Elves can manipulate his man and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. Scheinbar ist auf meinen Augen was mit dem Audio los gewesen, keine Ahnung. Ja, und hallo schon, meine Freunde, und herzlich willkommen zu jetzt auf meinen Let's Play South Park, der Stab der Weisen. Und ja, ich war mit euch das zusammen Let's Play. Und da, hier sind wir auf meinem Charakterauswahl. Hauptfarbe ist natürlich dieser. Was gibt's denn hier so alles? Oh mein Gott. Ja gut. Emo-Frisur. Jo. Hier gibt es richtig viele und so. Also jeder muss eigentlich das Spiel kennen. Kronk hat das zum Beispiel gemacht. Ja, aber ich finde es einfach geil, dass sie dieses Spiel, also South Park jetzt als Spiel rausgebracht haben. Und ja, ich wollte ja mit euch jetzt zusammen Let's Playen. Nehmen wir erstmal grüne Haare. Okay, ich bin schwarz, aber wir gehen jetzt weiter. Jetzt. Die Zahl sagt, welches Alter ich bin. 32. Ich mag Kühe. Totenkopf. Okay. Ich nehme mal diesen Anzug hier am besten. Oder was ist das? Wir nehmen mal die hier. Fertig. Ja, oder? So, bitte. Was ist das denn die hier? Jogginghose, ich jogge jeden Tag. Was ist das denn jetzt für die hier? Sehr gut, ja. Bleibt so. Ja. Nee, ich habe keinen Pickel. Traurigkeit. Also, nehmen wir einfach ganz normal. Brille machen wir auch am besten Kino. Fertig? Ja. Der Emo-Mensch wurde erwacht. Ja gut. I think that's everything. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Sweetie, hun, you all dressed? Hey, champ. How do you like your new room?
I know it's a big change for all of us, but, son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good. That's good he doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right. Get outside and play, son. Like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Oha. Was drehen wir noch nicht? Das ist irgendwie merkwürdig. Ja. Um die Türen zu behalten, zu öffnen die oder Objekte aktivieren, schau die ihre Richtung und drücke Leertaste. Gehen Gegenstände in den Lager ab oder verkaufen sie, wenn du sie nicht herumtragen möchtest. Klicken mit der Linksklick linke Maustaste doppelt auf einen Gegenstand und dann wird der fällt. Okay, klicken auf Lager. Da haben wir nichts. Schließen. Mit Schiff kann man gleich mal sprinten, ja. Was ist denn hier drin? Oh, eine Tasche. Geld und Baseballkarte. Alles nehmen. Nordpol. Südpol. Afrika. Okay, doch nicht. Okay. Also, jeder. Also, nur mal zurück. Thema ist wiederholt mit Zauberverkehr. Kennst du Zauberverkehr? Die haben. Wie fandet ihr eigentlich Southburg? Findet ihr das richtig geil eigentlich? Findet ihr das eigentlich richtig geil, diese? Also diese Serie? Oder findet ihr das, das sind so viele Beleidigungen oder so? Es gibt ja Menschen, die finden Southburg einfach behindert. Ich finde es eigentlich nicht so, weil Southburg war eigentlich Teil meiner Kindheit, weil es war so lustig. Und finde, ich war richtig aufgeregt, dass sie das Spiel haben, also Stab der Weisheit rausgebracht hat. Und ja, wir gehen nicht duschen, weil ich ein Emo bin. Der ganze Schmutz. Die Erinnerung. Die Vergewaltigung. Alles wird gut. Alles wird gut. Ah ja, ich weiß auch. Ich gehe aber ab sein und kacken. Kacken an Power. Das kriegen wir besser hin. Darf man die Tastatur kann man gerade verhören? Ja, die Tastatur hat man auf jeden Fall gehört. Ich nehme mal Klumpen Scheiße. Na lecker. Wer ist denn wer nimmt nicht gerne Scheiße auf seine eigene Toilette raus? Und ja, ich guck mal, das ist ja unser Zimmer. Upsala. Gehen wir hier runter. Gehen wir mal zur Küche. Excuse you. Entschuldige dich. Gross. Ekelhaft. Whoa. You are this close to a timeout. Schwarze Blendenschutz, Gesundheitsraum klein. YouTube Money! 2 Euro, wow! Go on outside, sweetie! Okay. Warte, wie kann man nur mal Inventar gehen? Das war bei? Okay. Ja, oh, schwarze. Anlegen. Jetzt bin ich männlicher! Huh, ich bin männlich! Guck, Vater, ich bin männlich geworden! It wasn't a request, it was a command. Now get out there and make some friends. Der ignoriert mich, der Penner. Oh, meine. Doch, drücke J, um die Quest zu machen. Dein Ente und du seid gerade erst nach Zauberbrücke gezogen und sie möchten, dass du rausgehst und Freunde findest. Geh halt raus und finde ein paar Kinder, mit denen du Freundschaft abschließen kannst. Der zählt nicht dazu, der Vater. You shall die by my warhammer, Drow Elf! Banish thee? Oh, fuck you. Mit der Tasse. To the forest realm! That way, I banish you first! Haha! You can't hold out much longer! Help! Somebody! I can't hold out much longer! Help! Hey, no fair! That's cheating! I'm gonna tell my mom! Thanks, kid! I didn't realize he had a health potion! My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends.
Ich habe einen Freund! Ich habe Freunde! Nein. Ich habe eigentlich einen Freund. Ich war immer einsam. Stimmt, das war mal ein Emo. Haben wir jetzt ändert. Also nochmal. Eigentlich habe ich Freunde. Ich bin kein Emo mehr! Ja. Hey, where are you from? Okay. Where'd you live before moving here? Das habt ihr jetzt nicht gehört, okay? Do you like Colorado? All hail the Grand Wizard! So, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, Mom. Not now. Don't talk to her. She's not part of the game. Ich glaube aber gerne. Böser Cartmensch mit Bart. Cartmens Garagentor. Warte mal. Das war bei I. Yo, Digga. Ich bin alt. Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kinney wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Ja, Leute, soll das Kinney nachmache von anderen Let's Play sein. Ich werde ja auch dieses Let's Playen. Denke ich, schreib's nicht in den Kommentaren, dass es von einem Nachmache oder so. Der und der hat es zuerst gemacht. Das interessiert mir ja einen Scheiß, was ihr da sagt. Weil man hat einfach Lust, was man aufnehmen will oder was man auf YouTube stellen kann. Das ist normal. Ich ignoriere die auch, wenn Leute haben das von Nachmache oder so. Das ignoriere ich. Entweder lösche ich die Kommentare und ignoriere ich, weil das ist Blödsinn. Man hat Lust, das zu spielen, was man Lust hat. Und wenn man es aufnehmen will, nimmt man das auf und stellt es auf YouTube. Das ist doch ganz normal. Also darf ich darüber nicht reden. Ich hab's gesagt und lass uns einfach weiterspielen. You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Mein Name ist Shido. You entered Douchebag, is that correct? Nein. Are you sure you want to keep the name Douchebag? Nein. Very well, this is clean. You will now choose a class. Fighter, mage, thief, or Jew. Kappen, fick dis ins Knie. Fick dis ins Knie. Verdammt, morbigen Kopfer. Ja. Jetzt kommt a mage is meine like a wizard, Bestimmung. Only not, you look sneaky enough to be a thief. A mage is like a wizard, only not as cool. You look sneaky enough to be a thief. A Jew from New Jersey. So you're basically Kyle's mom. Cool. Jew, huh? So I guess we'll never really be friends. A fighter has courage, honor, and the ability to kick fucking ass. Nimmst du es Magier, Dieb oder Kämpfer oder Jude? A Jew from New Jersey. So you're basically Kyle's mom. Cool. Quick. Ich nehme aber noch A fighter has courage, honor, and the ability to kick fucking ass. Und ausgewahrt. Ja, ich muss das Fokus ausgeben. We welcome to our kingdom, Douchebag the Fighter. Hooray! Now please, go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Okay, gehen wir schnell in Cartman. Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2? Waffe, da, komm. Ah, a lovely purchase. Das war gleich mal I, ja. Anlegen. Ah, you have procured a weapon. Yes. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Clyde. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused.
Go on, new kid, kick his ass. Das war gerade ein cooler Geräusch, würde ich sagen. I'm gonna kick your ass. Ich tritt dir in den Claude, Arsch. You have to wait your turn. Ich tritt dir in den Arsch. That's lame. Das ist no, Claude, cool. It's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Claude. I know it's lame, Claude, but that's how we're fucking doing it. All right, douchebag, bash Claude's face in. Don't be shy. Critical hit. Klicke mit der Links-Maustaste, um eine Axt auszuwählen und dann... Kannst du lesen, aber ich weiß, was er meint. Ne, klick, wenn on, deine Waffe blinkt... Sie ist blinkt, klick mit dem Links-Klick auf Hit-Pivaro. Oh, hell yeah, Clyde's your bitch! Alright, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Bitch, get up the way. Oh shit, dude, I think I see blood. Fucking nice, bro. It's exactly what you do to guys with armor like that. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the bouts. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your bouts. Prepare yourself. Yes, that's what I'm talking about. Dude, you're already way better than Clyde. Blockiere nutzen einige, aber nicht der gesamte Schaden eines Angriffs. All right. It's time to use your heroic powers. Using your ability takes power points, or PP for short. PP. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde. Fucking asshole. I'm the king, and I say it's PP. Douchebag, use your fighter ability to make Clyde pay for insulting the king. Okay. Knochenbrecher. Verprügelt deinen Feind mit einem B-Verschläger und fügt bei perfekten Durchführungen zusätzliche Schaden dafür. Klicke mit dem linken Maus. Um den Ball zu werfen und erneut um zu schwingen, tritte den Ball, um Bonusschaden zu verfügen. Bist bereit mit dem besten Basketballspieler aller Zeiten. Zer. Ne. Wird eigentlich noch reden? Fuck, nochmal. Habt ihr jetzt nicht gesehen, okay? Habt ihr jetzt nicht gesehen? Bist bereit für den besten Baseballschläger. Saftzack. Ne, warte, heißt es Shido. Ich sag Saftzack. Baseballangriff! Ah, ja. 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 Way to wipe that smile off his stupid face, douchebag. Now do it one more time. Finish him. What? I was going easy. Take this. This is unblockable. Ja. I got that. Der spuckt Blut. Und der ist down. Ich hab gewonnen. Ich kann was. Dude, that was awesome. You were all like, beam. And Cloud was all like, nah, nah. Okay. You prove yourself worthy, douchebag. Now come inside the war tent and I shall let you see the relic. Oh. Okay, Leute. Das war's für heute. Also, für diese Folge. Und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao, ciao. Ein ganz kurz, ich mach, glaub mir noch diese, weil ich will kurz was gucken. Speichern. Ob das jetzt gegen das, glaube ich, ist nicht. Ja, deswegen. Also, ich wollte das ganz kurz noch schnell machen. Also, das Video geht doch besser etwas länger, aber nur für ein paar Sekunden, bis well, es gespeichert here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. The relic for which human and elf are willing to die. Ein Stock. The stick of truth. Ein Stab. Ein Stock. Das ist kein Just two days Stock. Ago, we took the stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick, controls the universe. Don't gaze at it too long, for its power is too much for mere mortals to look at. Now that you have seen the stick of truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs $9.95 for the first week, $4 of which is tax deductible. Alarm! 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 Someone has sounded the alarm! 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 What is it? The elves are attacking! Oh my god! Defensive positions! Okay, jetzt war's das für diese Folge. Also, wir sehen uns nächstes Mal. Ciao, ciao. Nehmt sie bitte nicht übel. Hab's vergessen. Sorry.